Herzlich willkommen auf LH Cyber Security und schön, dass du dabei bist. Ich zeige dir heute, wie du IT-Forensik betreiben kannst. Und ich erkläre jetzt erstmal kurz, was das ist. Es ist einfach den PC analysieren, was auf dem PC passiert ist, Logs, Prozesse, die gelaufen sind, vielleicht Viren, die sich irgendwo reingeschrieben haben. Und genau, um das machen zu können, müssen wir erstmal ein Bild vom Arbeitsspeicher machen. Also wir speichern den Arbeitsspeicher in der Datei. Die Datei wird dann ungefähr so groß wie der Arbeitsspeicher sein. Und dann können wir mit dieser Datei eben auswerten, was auf dem PC passiert ist. Das Coole ist auch, das verwendet sogar die Polizei, um eben Kriminelle ausfindig zu machen, Programme, Viren zu finden. Und genau, wir schauen uns heute mal grob an, wie das funktioniert. Wenn dich das Thema interessiert, dann wünsche ich dir wie immer mega viel Spaß. Und dann würde ich sagen, let's go! Gut, dann machen wir jetzt erstmal ein Abbild von unserem Arbeitsspeicher. So wird das auch oft in den Kriminalbehörden gemacht, um eben Daten zu sichern und damit eben nichts verloren geht und man alles nachvollziehen kann. Genau, dafür laden wir uns ein Programm runter. Das heißt dumpit.exe, Link kommt in die Beschreibung. Und hier einfach auf Download klicken. Ich habe es jetzt schon und dann einfach starten. Genau. Hier, man braucht wie gesagt viel Speicherplatz. Habe ich jetzt hier gerade nicht auf dem C-Laufwerk, deswegen habe ich das ganze Programm auf D kopiert. Und wir führen es dann auf D auf, weil da habe ich eben halt mehr Platz. Genau hier ist es auch nochmal. Nochmal Rechte geben. Jetzt hier einfach auf Yes klicken und schon wird ein Abbild vom Arbeitsspeicher erstellt. Das dauert kurz, aber ich habe das hier schon gemacht. Und dieses Abbild können wir dann eben verwenden, um die Prozesse auszulesen und so weiter. Genau. Hier ist auch wichtig, wenn man es professionell macht, dass man sich den Hash der Datei speichert oder generieren lässt, MD5-Hash. Damit eben daran später nichts manipuliert werden kann oder wenn die Datei beschädigt wird, dass man es eben merkt. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir zur Analyse von dem Ganzen und das sehen wir gleich. Okay, was ich euch auch noch zeigen wollte, ist, wenn der PC heruntergefahren wird, werden nochmal ein Abbild vom Arbeitsspeicher gemacht, um den PC dann beim nächsten Neustart wieder schneller zu starten. Und diese Datei befindet sich im folgenden Ordner, also System Drive, also C bei mir und dann Hibber für Sys. Wenn wir jetzt das aufrufen, dann steht hier ja, mit was möchten Sie die Sys-Datei öffnen, sagen wir jetzt Editor. Und jetzt wird die Datei natürlich verwendet, da die eben halt noch verwendet wird. Und wenn der PC eben aus ist, dann wird die nicht verwendet und dann können wir uns die auch kopieren, wenn wir zum Beispiel mit einem anderen System booten und dann die Datei auf den USB-Stick ziehen und so können wir die auch auswerten. Die wird eben, wie gesagt, verwendet, damit beim nächsten Neustart der PC schneller startet. Nur mal so als kleine Randinfo, fand ich relativ interessant, also die liegt hier irgendwo versteckt. Und ja, gut, kommen wir jetzt zum Auswerten einer gedumpten Datei, also eines Systemabbilds. Hierfür benötigen wir die Konsole und wir sind jetzt hier auf Kali Linux, das geht aber mit jeder Linux-Distribution, aber hier kennt ihr euch wahrscheinlich schon am besten aus und wir müssen erstmal das Programm für die Analyse runterladen und hier gibt es eine alte Version und auch eine neue. Ich habe beide getestet, ich finde die neue besser, die ist auch schneller und kann auch mehr Systeme analysieren. Genau, hier ist der Link dazu, kommt natürlich auch in die Beschreibung. Und wir müssen hier erstmal Git Clone machen zum Runterladen und dann den Link einfügen. Ja, bei mir ist es schon gemacht worden, bei euch wird es halt dann da installiert. Dann gehen wir in das Verzeichnis von dem Tool und dann haben wir hier verschiedene Dateien enthalten, zum Beispiel einmal die Setup.py. Die müssen wir starten. Das ganze Programm wurde in Python 3 programmiert oder überarbeitet
und deswegen geben wir Python 3 ein, setup.py und dann den Parameter install. So, das läuft dann durch. Wenn ihr das neue Kali Linux habt, so wie ich gerade, müsst ihr hier noch sudo davor eingeben, um eben Rechte zu geben und dann Kali als Passwort. Gut, jetzt habe ich es verraten, das ist mein Standardpasswort immer noch, aber ist ja eh sicher in der VM. Und dann läuft es durch und dann steht hier finished, processing successful, bla bla bla. Und auf jeden Fall sind wir dann fertig hier. Dann können wir das Tool ausführen. Ich zeige euch nochmal. Genau so sieht man es. Hier dieses Programm müssen wir ausführen. Auch wieder mit Adminrechten, sudo, Python 3 und dann voll.py. Und dann Parameter F für die Datei. Und ich habe jetzt hier schon mal ein Beispiel von einem Systemabbild in den Ordner kopiert. Das könnte dann zum Beispiel so heißen. Ja, ich nenne es mal um. Ja, wie auch immer. Jetzt geht's ab. Ja, Windows. Ja, zum Beispiel Windows VM. Oder ich nenne es jetzt einfach 1, dann können wir es besser eingeben. Gut. Und jetzt müssen wir hier eben die Datei eingeben. Wie war jetzt die Endung? Weil es eben ein Abbild von einer virtuellen Maschine ist, heißt es 1.vmem. Gut, dann das hier eingeben und dann müssen wir noch eingeben, ja, eigentlich müssen wir jetzt halt noch den Parameter, was wir wissen wollen, eingeben und in unserem Fall wollen wir PS-List. Man kann hier irgendwas eingeben und dann zeigt er uns die Befehle hier alle an, was man so machen kann. Wir wollen jetzt hier Windows haben, weil es ein Windows-Abbild ist und hier haben wir den Befehl, ich markiere ihn euch mal, Windows PS-List. Genau, das Ganze dann eben eingeben. Und jetzt sehen wir alle Prozesse, die eben gelaufen sind. Tu es mal wieder rüber. Hier sehen wir die Prozesse. Und ja, finde ich echt cool, dass man das einfach so machen kann, obwohl man das System gar nicht mehr vor sich hat. Das ist einfach nur ein Abbild davon, vom Arbeitsspeicher. Und man sieht einfach die Prozesse. Das ist schon echt heftig. Ich bin auch neu in der Materie. Und muss mich da einarbeiten. Wenn ich besser bin, kommen natürlich bessere Videos, auch tiefgründigere. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was ich jetzt bis jetzt so rausgefunden habe. Wir können auch hier jetzt die Rechte eingeben, anzeigen lassen. Von den Prozessen, also welcher Prozess welche Rechte hat. Und vieles mehr. Das Ding ist, dass man hierzu relativ wenig im Internet findet. Also ich muss ja hier relativ viel selber herausfinden. Und jetzt sehen wir hier auch die ganzen Rechte, was eben welcher Prozess machen darf. Da zum Beispiel Set Change Notification Privilege kann die ALG-Exe und so weiter. Was kann der Explorer alles? Hier sehen wir. Und wenn hier irgendwie zum Beispiel ein Prozess ist, der irgendwelche Rechte hat, die er eigentlich nicht haben sollte, zum Beispiel ein Virus, dann würde man das hier eben sehen und könnte somit eben rausfinden, dass es ein Virus ist und dann diesen Virus zum Beispiel aus dem Abbild herausziehen und nochmal genauer analysieren. Ja, jetzt habt ihr das Ganze gelernt, wie man das installiert. Vielleicht kommt dazu noch ein Teil 2, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie viel ich noch rausfinde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Wenn euch sowas interessiert, Hacken, IT und so, ich verlinke euch hier nochmal eine Playlist. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Mach's gut und wir sehen uns. Peace.